Der Diepholzer Ortsteil Aschen stand am Sonntag ganz im Zeichen des Erntedankfestes. Teilnehmer und Gäste versammelten sich am frühen Nachmittag auf dem Gelände des Heimatmuseums Aschen. Dort stimmten Jungen und Mädel der Kindertagesstätte mit Vorführungen auf das Fest ein. Ein erster Höhepunkt war der farbenprächtige Festumzug. Für die musikalische Begleitung sorgte der Jugendspielmannzug Albringhausen. Besonders groß war auch dieses Mal die Teilnahme von Kindern. Neu im Programm war die Präsentation alter Landmaschinen unter dem Motto Pflügen wie zu Großvaters Zeiten. Reizvoller Kontrakt zu den zum Teil mehr als 60 Jahre alten Geräten war ein hochmoderner Schlepper mit 240 Pferdestärken unter der Haube. 230 mehr als das Groß der Oldtimer. Mit großer Spannung wurde die Wahl der Erntekönigin erwartet. Das Rennen machte Rieke Simon. Das Erntedankfest des Heimatvereins Aschen kann schon auf eine mehr als 50-jährige Tradition zurückblicken. Dass es wieder zu einem so großen Fest wurde, lag nicht zuletzt an dem schönen Wetter.